Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Super Mario RPG. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet, ab in die Waffenwelt mit uns. Zum Finale, vermutlich. Ah. Zumindest immer das Finale der Story. 100% ist nicht mein Anspruch, aber wir machen mal nearly 100%, ne? Ich würde den Gegner schon gerne haben. Das war ein bisschen ungünstig. Hier kommt die pure Angst. War klar, dass wir nach dem Kampf runterfallen. Lass mich raten, ganz von vorne. Nee. Nur von hier. Nein, ich wollte ihn noch scannen. Ich bin schon zu stark. Oh mein Gott. Okay, das wird nervig. Vor allem mit dem Controller Drift. Ja, da ist da der Drift gewesen. Weil ich bin ganz sicher nicht so darunter gelaufen, gerade. Noch mehr neue Gegner. Wenn ich das Ding nicht reiten müsste, würde ich es garantiert nicht tun, glaubt's mir. Bam, badam, bam. Oh mein Gott. Wie peinlich. Diesmal war es nicht der Drift übrigens. Das ist der Drift. Das da gerade war der Drift. Da war wieder Drift übrigens gerade. Ja, du machst mal bitte. Er ist immer noch aktiv. Gute Nacht dir, Grasitea, und danke fürs dabei sein. Ich werde gelesen. Och, Lampenfieber, was denke ich nur, was denke ich nur? Oha, das ist deren Fähigkeit.
Oh mein Gott, unendlich viele Gegner. Ich hasse Gegner mit endlos vielen Gegnern. Lass mich hier durch. Potato hat's eilig. Let's go. Speicherpunkt. Das ist direkt schon Bosskampf jetzt, oder was? Das ist direkt das Ende. Das kann ja nicht sein. Ultrahammer erhalten. Das Ende? Nee. Ist nicht schmiedrig. Alarm! Es ist Mario! Mario Alarm! Mario Alarm! Wer sich hier einschleicht, dem klingeln wir den Marsch! Ich verlange Pünktlichkeit und kommt mir nicht mit Ausreden. Klingeling, 1 Uhr, Zeit für ein frostiges Intermezzo. Der Morgen lacht, bitte aufwachen. Klingeling, 3 Uhr, Zeit sich zu erholen. Vielen Dank für den Raid, Cess. Was habt ihr gespielt? Bestimmt irgendwie Dark Souls oder so. Klingeling, 3 Uhr, Zeit zum Raiden. Zeit schreitet voran. War mir klar, Dark Souls. Der alte Dark Souls-Spieler. Was hat er denn Dark Souls gemacht? Liefel Company Mod ist bald durch. Klingeling, 7 Uhr, genau richtig für ein heißes Bad. Aua. Ah, okay. Dann weiß ich ja jetzt schon mal, am Sonntag gibt's kein Liefel Company, das weiß ich jetzt schon mal dann. Klingeling, 9 Uhr, Zeit für ein kleines Fäuschen. Okay, Fäuschen, oh mein Gott. Klingeling, 10 Uhr, Zeit, den Duft der Blumen zu genießen. Oh nein, jetzt schlafen alle ein, ne? Ah ne, werden alle zu Pilzen, das war's. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt nur, verdammt? Ich heile den Statuseffekt meiner Gruppe, ja. Dam, da, da, dam, 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 dam. Passiert, wa? Great Verpasser. Aber jetzt bist du ja da. Oh, ich hätte heilen sollen. Warte mal, wir machen das so. Wir nehmen... Bowser ist ja noch relativ gut geheilt. Dann nehmen wir sie und machen Gruppenknuddeln ohne Bowser. Gruppenknuddeln ohne Bowser.
Oha, das war Insta-Kill. Klingeling, 12 Uhr, Mittagszeit, ab in die strahlende Sonne. Das ist gerade gar nicht gut. Wir haben den Peach mal wieder. Moment. Oh nein. Klingling, 1 Uhr Zeit für ein frostiges Intermezzo. Uhr Zeit, sich zu erholen. Scheiße, jetzt halt das Ding das wieder hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Wir müssen den Muttermacher nutzen. Ha! Nimm das! Du Schorke! Klingeling, jetzt klingelst dir mal so richtig, und zwar der Schädel, wenn ich mit dir fertig bin. Klingeling, 5 Uhr, Zeit die Aurora zu bestaunen. Oh nein. Zum Glück haben wir noch andere Leute im Team. So, das war's mit dir. Können wir mal abspeichern. Oh. Aber ist gut, weil ich muss sie eh noch scannen. Wobei, muss ich... Das sind doch die, die wir schon mal besiegt haben. Aber jetzt in silberner Form. Die scheinen hier ganz normal zu sein, diese Konstrukt, 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 Konstrukt. Okay. Aua. Okay, das tut weh. Ihr seht alle wirklich schmackhaft aus. Boah, ich hab das Timing von denen gar nicht drauf. Wow. Bam 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 badadam badam bam 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 badam bam bam. Aha. Puh. Ja, ich bin... Eigentlich bin ich sogar schon 35. Das sieht doch noch da falsch da. Oh, Geno ist tot. Wenn man Geno tötet, ist das ein Genozid? Wir müssen schnell weiter, weil hier können noch mehr von diesen Typen. Gut. Wir sind vollgeheilt immerhin. Oh mein Gott. Der Lügkartoffeln sind nicht so lange haltbar. Ja doch, siehst du ja. Ich bin halt schon grün, ne? Aber, achso, ich kann auf das Ding springen, wieder hochzukommen, oder was? Ah, okay.
Oh nein. Nein, 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 nein. Ich finde das gar nicht gut. Haut bitte ab. Ich hab keinen Bock. Dat-di-dat-di-dat-dap. Haut bitte ab. Haut bitte. Ernsthaft? Die ganze Gruppe ist am Arsch. Die sind ganz schön heftig. Nicht mal Farblackierung kriegt man hier. Ich kämpfe für Übeltäter und Bösewichter, wo immer sie mich brauchen. Das war gerade echt krass. Kartoffelsalat ist hier verboten. Erstmal bannen jetzt hier. Warum bin ich nur so drüsig? Boah. Endlich haben wir sie übrigens alle gescannt. Boah, zum Glück abgewehrt. Nudelsalat ist besser, das stimmt. Kartoffelsalat ist echt, der liegt ein bisschen im Magen. Oh nein! Das Spiel ist unfair. Was soll das denn, verdammt? Lass mich doch passieren. Das kann doch nicht passieren. Nein, das darf nicht sein. Wie kann das denn nur sein? Wir haben leckere Pilze. Ja, das ist super fein. Da hauen wir jetzt alle weg. Das wird doch Schreck. Ich hau die weg. Diese böse Wichte. Ich muss sie alle töten. So. Lass mich los. Nein, 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 nein. Gut. Sollte ich die angreifen? Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Vielleicht sind da neue Gegner dabei. Nee. Und auch noch ein starker Feind. Ich bin am Arsch. Und sind die jetzt alle stark? Nee. Badam, bam, 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 badam, bam. Okay, Bowser hat nochmal aufgelevelt. Oh nee. Muss mal ganz kurz in die Monsterfibel gucken. Schwarzball-Konstrukt haben wir noch nicht. Mist. Und ganz viele Gegner, die es hier noch gibt scheinbar, die wir noch nicht haben. Das sind vermutlich die ganzen Gegner, die ich noch nicht habe, oder? Gute Nacht dir, Schnurri. Die Liebe überwindet alles.
Du musst leider warten. Weil wir müssen ihn scannen. Knatz, knatz, knatz. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aufpassen. Aber wir müssen noch einen von denen angreifen, wegen den einen Gegnern. Du musst jetzt leider warten. Ich hab's verkackt. Oh mein Gott. 5000 Mal nicht verkackt. Jetzt verkackt. Ich bin dazu aufgeregt, weil Cess da ist. Ganz ehrlich, die Zeiten sind hart. Dann greifen wir die an. Wo komme ich her? Wohin gehe ich? Das ist nicht so gut. Das kann ich leider so nicht akzeptieren. Los, kommt schon, bringt Schwung in die Bude. Das sind aber die gleichen, die das Schloss im Schloss waren, ne? Was ganz gut ist, dass wir sie jetzt nochmal gesehen haben. So. Okay. Oh. Mist, wir sind jetzt am Arsch. Weil wir ja betäubt sind und die Gegner alle auf uns drauf fallen jetzt. Ich kann nach dem Kampf wieder laufen. Nee. Wir müssen jetzt die ganzen Gegner, die jetzt ankommen, müssen wir alle töten. Oh, den will ich aber auf jeden Fall. Aber nicht so, dass ich betäubt bin. Konstrukt. Okay, das geht jetzt mal richtig los. Wir kämpfen gegen die. Das wird doch super famos. Da-di-da-di-da. Wir sind wieder da. Potato Pet und Mario sind da. Leider müssen wir nochmal gegen so welche kämpfen. Denn wir haben gerade aus Versehen alle umgebracht. Mario, ich bin wieder da. Thank you.
Boing, boing, boing. So, weiter geht's. Hallabuhu haben wir, glaube ich, schon mal. Hallabuhu. Ah, Mist. Realsirup, okay. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, da kann man drauflaufen. Ich dachte, da kann man drauflaufen, aber das ist scheinbar zum Springen, ja. Oh mein Gott, ist das fies. Das ist echt fies, vor allem mit meinem Controller-Drift, den ich gerade habe. Das wird ein Spaß. Ah, damit geht's nur zurück. Oh mein Gott, man muss wieder springen, okay. Das Finale! Oh mein Gott. Peinlich! Ich hoffe, dein Stream war auch sehr peinlich, Zess. Nein, ich wünsche natürlich, dass du das Race gewinnst. Natürlich. Alles andere ziemt sich nicht. So. Dann von dir jetzt hier hin zu mir, wo es peinlich wird. Mit dem Controller könnte ich gerade auch kein Dark Souls mehr spielen. Mein Controller hat einen Drift entwickelt. Heute. Yoshi! Wir sind schon nah am Maximallevel. 30 oder 40 war, glaube ich, das Max-Level. Oh nein, der ist wieder da! Oh nein! Nein! Ich hasse ihn. Nachbau, ich bin vor Kraft, ich nur so strotze. Platt machen, ich dich werde. Ja! Okay, wir dürfen keine Attacken mehr machen. Okay. Nur noch Techniken.
Ich dachte, er wollte wieder eins der Dinger treffen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Da-da-di-da-di-da. Wie viel Leben der hat, ey. Der hat einfach gefühlt 10.000 Leben. Alter Schwede, hat er viel Leben gehabt. Es gab den nur einmal, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich... Doch, den gab's mehrmals, okay. Ich weiß nicht, ob ich gegen die kämpfen will, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch, ich brauch noch den... Der die Bomben wirft gerade, die brauche ich noch, die muss ich noch scannen. Dann, 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 dann. Wir haben noch gar nicht entschieden, wer Mitglied des Teams werden darf. Ich wollte über den Rest drüber springen, aber das wird nix. Wir sollten mal auch heilen. Wir sollten auch mal Royalsirup nutzen. Und dann sollten wir Gruppenknuddeln machen. Man kann ja die am Vierfach vorbeispringen. Ich habe das auch vom Spiel gewollt, dass man die nicht alle bekämpft. Weil die werden langsam echt nervig. Nein! Oh nein! Können wir flüchten? Oh. Aha! Potatoes geflüchtet. Das erste Mal im Spiel übrigens.
Aber auch nur, weil der Part schon zu lang ist und ich eigentlich noch gerne weitermachen wollte. Oh, neue Gegner. Ich werde niemals mit euch sprechen. Oh, 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 oh. Wir müssen ihn umbringen, zwar schnell. Als ob der uns jetzt besiegt. Wir sollten ihn schon noch einmal bekämpfen. Zum Scannen allein. Dieses Mal darf ich nicht verlieren, meine Karriere ist sonst hinüber. Und goodbye. Haha. Was gibt's denn da unten? Sie sind auf den Leim gegangen. Und wir haben gerade nichts zu tun. Zeit zum Spielen. Oh oh. Blaconio und Domino. Gleich erlebt ihr meine Magie. Das wird zauberhaft versprochen. Seid ja gar nicht so schwächlich, aber euch leer schmanieren. Attacke! Wir hätten den vorher scannen müssen, oder was? Nee. Ist das Smaug und Ornstein? Je nachdem, wie man zuerst tötet, ist das ein anderer Gegner am Ende. Grrr, ich bin zu zornig, um zu denken.
Der Smaug und Ornstein von Super Mario RPG. Hi, Wolfless. Oder du warst ja Leonie, ne? Das blöde Gekämpfe geht mir dermaßen auf die Schuppen. Da, 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 da. Ja, muss, ne? Ich bin im Finale von Super Mario RPG, da muss es einfach gut gehen. Oh mein Gott, Mario ist tot! Komm zurück, Mario. Und wie geht's dir? Bam, badadam, bam, bam, badam, bam. Oh, oh. Boah, geschafft. Ja, Valorant ist ja gar nichts für mich. Nice. Oh. Hier gibt es noch andere Wege. Warum gibt es jetzt mehrere Wege? Spiel, warum tut er das? Warum macht das Spiel das da so? Warum Spiel? Man kann auch hier oben lang gehen. Was ist hier? Ah, okay. Hier war nur optional. Gut zu wissen. Ah, scheiße. Oh, das ist aber ein neuer Gegner. Gut, dass wir das gemacht haben. Wir müssen leider Abwehr machen, weil ich will ihn nicht töten, ich will ihn scannen. Ich fühle mich mies. Meine Schultern sind in letzter Zeit so steif. Also geht's wirklich hier unten weiter. Wow! Ich wollte nicht wieder gegen den kämpfen. Sind hier noch neue Gegner? Da kann man gar nicht gegen die kämpfen. Vorzüglich. Die Produktion läuft wie geschmiert, geölt und gebuttert. Und das, obwohl Klingklong, Bodo, Sperrfried und die Beibande samt und sonders die Waffen gestreckt haben. Doch Schmiedrich, unser Gebieter, wird im Klingenumdrehen eine neue Armee haben. Und zwar stärker und stittiger denn je. Wie bitte? Eine neue Armee? Aber das könnt ihr doch nicht machen. Eure ganzen bösen Waffen haben schon viel zu viel Unheil angerichtet. Was bist du denn für einer? Das tut nichts zur Sache, aber schau mal, wen ich hier dabei habe. Mario! Also ergebt euch lieber, ehe wir euch das Blech über die Ohren ziehen. Schön alle Maschinen ausgeschaltet, sonst gibt's dicke Dellen, Doofmann. Frech bist du auch noch, wie? Na warte, Gnetzhammer, knatz die Gestalten. Dum, 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 dum. Bam, badam, bam. Da-d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 a
Ich schufte seit 10 Jahren. Puh! Weiter geht's. Noch mehr Level-Ups. Nice. Hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt und wie, ihr versucht's auch mal. Es kann nicht mehr weit sein, Mario. Lass uns rasch weiter. Wozu dieser Schalter hier wohl gut ist? Wozu gar nichts. Komisch. Hey, Mario, was ist denn in dich gefahren? Ach so, über mir ist was total Schlimmes, wie? Und ich soll hochschauen, habe ich recht? Aber den Trick, der zieht bei mir nicht. Oh nein! Mario, zu Hilfe! Hui, das ging ja gerade noch mal gut. War dann wohl für den Greifkran zuständig, der grüne Schalter? Mario! Endlich habe ich es bis hierher zu dir geschafft. Ich habe was dabei, das wird euch nützlich sein auf eurer Mission, versprochen. Aber eure Hoheit, ihr hier... Und ab, bitte verzeih, ich bin heimlich aus dem Palast geschlichen, ohne dir oder dem Kronminister Bescheid zu sagen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und da wollte ich Mario helfen, so gut ich nur kann. Prinzessin, ich freue mich so sehr, denn das heißt, dass ich nicht nur Mario helfe, sondern auch euch. Welch ein Glück. Ach, ich bin im 7. Himmel. Helfen? Was möchtest du denn für uns tun? Frag lieber, was ich schon getan habe. Und zwar allerlei tolle Sachen hergetragen. Eine nützlicher als die andere, schaut nur. Aber alles natürlich mit dem Preis, ne? Natürlich, der Toad weiß, wo er noch ein Geschäft machen kann, ne? Kaufen wir aber alles. Alles muss gekauft werden. Und das hier ist von mir, natürlich gratis, bitte sehr. Ich danke dir, Toad. Eure Hoheit, Mario, es ist nicht mehr weit. Macht den Schurken Beine. Erstatten Bericht, Chef. Bohrkopf so gut wie vollendet, Chef. Liegen super in der Zeit, Chef. Lord Schmiedrich wird stolz sein, Chef. Gut, habt ihr das gemacht. Je emsiger es hier auf uns zugeht, desto stärker und mächtiger wird Lord Schmiedrich bald sein. Wir produzieren Waffen von höchster Güte. Denkt nur, was unser Meister damit bewirken kann. Mario ist Welt erobern, ganz klar. Und dann können wir tun, was wir wollen. Hehe. Falsch gedacht, ihr Kupferköpfe. Ihr Werkzeugkastenhüter wollt die Welt erobern, dass ich nicht brülle. Ich reiß mir den Laden unter die Klaue und keiner sonst. Und das merkt ihr euch gefälligst, klar? Hämmer, das ist der Mario. Nicht mal unser Klingklong- und Sperrfriedkonstrukte konnten ihn aufhalten. Wie bitte? Mario? Wen schert schon Mario? Vor mir hier wird hier gezittert, impertinenter Wicht. Keinen Schritt weiter, Mario. An uns kommst du nicht vorbei, Mario. Rache! Der arme Bowser. Ich glaube, den Hammer hatte ich schon, aber... 25 Jahre schufte ich hier schon. Oh. Aber können wir gucken? Malm. Da. So. Stark bin ich und schlau doch. Missachtung abermals ist es Schurkenlohn. Oh.
Oh, da und Bowser. Jetzt tut mir schon ein bisschen leid. So ein bisschen tut er mir ja schon leid. Er will ja nur ein guter Bösewicht sein. Du da, hast du hier das Sagen? Sprich sofort. Ist euch überhaupt klar, was eure Waffen Übles in unserer Welt anrichten? Hört sofort auf mit euren Gemeinheiten, habt ihr verstanden? Mit Verlaub, wertes Kind, euresgleichen hat hier gar nichts zu melden. Und ich will euch alle in ein einziges Mal warnen. Wer sich Schmiedrichs Willen widersetzt, der landet im heißen Schmelztiegel. Im heißen Tiegel? Das macht uns keine Angst, wir haben nämlich Mario, der schützt uns. Keine Sekunde Produktionspause. Die Bänder müssen rollen. Eindringlinge werden eingetiegelt. What? Okay. Bam, 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 bam. Wow. Das ist ganz schön fies, verdammt. Der macht ganz schön Schaden. Die Liebe überwindet alles, okay, das hatten wir schon. Gut, dass er auch nicht tot ist. Die Gewerkschaft, das Examen meines Sohnes, die neue Stelle, ich habe viel erlebt. Nochmal ein Gruppenknuddeln jetzt. Welch furchtbare Grube, Janne, man hier trifft. Aber wir dürfen auf keinen Fall aufgeben. Diese Rohlinge dürfen nie wieder einen Fuß in unserer Welt setzen. Achso, sind alle geheilt worden, okay. Ich glaube, jetzt das finale Kampf, ne? Ich glaube, wir sind im finalen Kampf angekommen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Nee. Schau an. Wenn das nicht Mario ist. Liebe Freunde, hier ist euer Weg zu Ende. Erfreut euch des Gefühls, das fast bis zu Schmiedrichs Stätte geschafft zu haben. Doch eben nur fast. Nun werdet ihr als Zielscheiben dienen. Und zwar für meine wundervolle Erfindung, den Pyropanzer. Feuer frei! Produktionsziel dieses Monat 1000 Hopslinge. Wow. Bam, 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 bam. Ich darf nicht verlieren. Wer soll denn dann den Chef helfen? Der hat doch ganz schön viel Leben. Alle tot. Herrlich. Alle einfach tot.
Boah. Puh, das war ein harter Kampf. Ah, trotz allem scheint das Werk weiter Waffen zu produzieren. Schau, Mario, dort. Die Waffen scheinen je nach Röhre zu entspringen. Dort muss sich Schmiedrich verbergen und unermüdlich seine Kampfwerkzeuge fertigen. Er steht fest, um das letzte Sternstück zu finden und den Fluss neuer Waffen zu stoppen, muss er besiegt werden. Es ist soweit, Mario. Ein unausweichlicher Kampf steht uns bevor. Bist du bereit? Unser Abenteuer ist fast zu Ende. Und danach werde ich... Ach, einerlei. Komm, lass uns los. Schau nur, dort drüben, das ist das letzte Sternstück. Habt euch meine Arbeitsstätte zur Genüge betrachtet, wie? Schaut zu, mit welcher Leichtigkeit ich neue Schergen fertige. Schmiedrich, lass dein Schurkenwerk und gib unser Sternstück sofort. Nanu, du da, du bist doch Mario, stimmt's? Wir werden wohl ein wenig um das Sternchen streiten müssen. Amboss-Fratze, lass den Stern rüberwachsen und dann raus mit deiner Blechbande aus meiner schönen Festung. Na na, wer wird denn da gleich aus dem Panzer fahren, werter Freund? Deine Festung gefällt mir ausgesprochen. Ein wunderbarer Bösewichterhort. Jawohl. Schmiedrich, sei kein Ungeheuer. Wir haben so viele Strapazen erlebt. Bitte gib uns das Sternstück. Pah, ich sag euch was. Ihr gebt mir jetzt eure Sternstücke und dann unterjoche ich eure armselige Welt, die mir ohnehin gebührt. Nie soll dort ein Wunsch in Erfüllung gehen. Statt Wünschen gibt es dann nur Waffen. Waffen überall. Kommt nur, Schwächlinge. Ihr sollt unter meinem Hammer enden. Nur 104 Schaden, das war echt ein bisschen wenig. Muss ich ehrlich sagen. Ich spucke Feuer! Nicht schlecht. Ah, okay. Das ist sein Gimmick. Ist aber fast tot.
Oh, der Tiegel ist kaputt. Wunderbar. Das ist nicht so geil. Auf geht's. Lord Schmiedrich, beruhigt euch doch, ihr qualmt ja richtig. Nur die Ruhe, Meister, denkt an euren Blutdruck. Diese Plattform wurde erst gestern gebaut. Bitte bringt sie nicht zum Beben, sonst... Erbärmliche Störenfriede! Was geht hier vor? Wer wagt es mit dem Boden unter den... In mir kocht es, brodelt es, glühender Zorn, wie ich ihn nie verspürte. Nie musste ich solchen Frevelei ertragen. Es ist Zeit, nun sollt ihr meine wahre Gestalt sehen. Meine wahre Macht, Gram und Leid ohne Grenzen soll euer sein. Grrr! Kämpft, ihr Krümel. Okay. Nein, nicht Donnerschock. Achttausend, oh mein Gott. Seid ja gar nicht mal so schlecht, könnt ihr unbequem werden. Das Schrat, man muss jede Form davon scannen. Mit meinem Kopf, so schwer. Okay, das ist eine Schwachstelle.
Metall- und Eisenwesen wie ich müssen in der Nähe von Strom vorsichtig sein. Danke, dass du mir das sagst. Kann mich nicht bewegen. Schmiedris Körper ist kampfunfähig. Jetzt ist meine Magie super stark, aber meine arme Abwehr. Strotzen ist auf der Kraft. Schmiedris Körper kann wieder kämpfen. Oh shit. Wir sind ziemlich am Arsch gerade. Was ist das Beste, was ich jetzt tun kann? Ich habe keine Gruppenheilung mehr, ne? Ich habe nur 30 KP der Gruppe. Ja. Wir machen einen Muntermacher auf Bowser, dann überlebt er zumindest. Und Bowser kann dann auch nochmal ein Item nutzen. Dann heilst du dich jetzt hoch. Oder du heißt Mario hoch. Und du heilst ihn hoch. Oh, wie viel Schaden das gerade gemacht hat. Einfach wieder über die Hälfte meines Lebens abgezogen. Wirkungslos, okay. Sind wir alle tot? Jetzt kann ich mich erstmal nicht zerletzen. Zeit zum Heilen. Okay. Nichts kann ihn verletzen, okay.
Kann mich nicht bewegen, okay. Alle anderen leben wieder, ne? Gut. Irgendwas ist noch ein Backup, in dem Fall der Fälle. Moment. Du nimmst bitte einen Royal-Sirup. Ich strotze nur so vor Kraft. Okay, der Körper geht wieder. Körper ist wieder kaputt. Ja, wieder zum Panzer, okay. Das war ein bisschen komisch von ihm jetzt. Bowser kriegt das nicht ausgewichen irgendwie. Mein Kopf, mein Körper, ich glühe vor Hitze. Unmöglich, undenkbar. Es darf nicht sein. Nein! Das ist mein Ende! Ich kann nicht mehr! Heilen der Quälgeister, die ihr seid! Nein! Und der letzte Stern ist unser. Mach schon, Mario. Schick das letzte Stück nach oben. Ich danke euch allen. Die Sternenstraße funkelt wieder wie neu. Und mehr noch.
Oh. Wird Pinocchio nicht zum echten Jungen. Oh. Bye bye. Und Bowser wieder da steht. Ah. Ein Aurora Borealis. Ja. Habe ich was verpasst? Früher, muss ich sagen. Ehrlich. Ich habe das ja zum ersten Mal jetzt gespielt, aber ich finde es gut, weil es ist ein schönes, schönes Remaster. / Remake. Und da haben wir bestimmt auch noch eine Melodie, die wir finden müssen für ihn hier. Für unseren kleinen Mozart. Oh, Yoshi und Kroko, okay. Natürlich der kleine Betrüger. Aber es hat nicht funktioniert. Hatte die Rechnung nicht mit Yoshi gemacht. Oh, was? Die beiden heiraten? Er hat endlich seine Frau gefunden, aber es ist eine passende Frau für ihn. Ich glaube aber, er will das nicht so ganz. Oh. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Die hatten ja auch noch so ein Ding für uns. Oh, da steht er und schaut aufs Meer. Der Kapitän. Oh, mit Krone. Mit einer Silberkrone. Prinz Mellow. Bowser repariert sein Schloss. Ah, herrlich. Ja, meine lieben Leute, wir haben es durchgespielt, aber das heißt noch nicht, dass das Let's Play vorbei ist. Ich hatte noch ein bisschen Lust weiterzuspielen. Ihr auch, oder? Ich hätte auch Lust, dass ich noch weiterspiele. Also nicht unbedingt, oh, der ganze Cast. Also nicht alle, aber ich meine, die Bosse sind alle dabei und der coole Toad ist dabei. Thank you und danke euch, dass ihr zugeschaut habt bis hierher. Gibt's noch Credits, in denen ich noch ein bisschen über das Spiel reden kann? Super Mario RPG. Also es muss ja Credits geben, als ob es keine Credits gibt. Since 1996, based on the work of the original development staff. Was sind das, die originalen Credits? War das das Originalding für die Credits hier? Tja, was soll man sagen? Das ist ein fantastisches Spiel. Ich meine, es ist kein tiefgründiges RPG, ne? Aber das erwartet man meiner Meinung nach nicht. Wobei ich mal muss sagen, Super Mario RPG, dann erwartet man ja schon irgendwo ein RPG, aber ich meine, die RPG-Mechanismen sind ja da, aber sind halt sehr simpel. Sehr einfach und sehr simpel. Also ich war durchgehend unterhalten. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn wir wieder gespielt haben, weil ich endlich wieder Super Mario RPG spielen konnte.
Auch wenn es so zeitlich immer ein bisschen schwierig war für mich, aber ja. Ich bin sehr überzeugt von dem Spiel. Also wer das nicht gespielt hat, der hat was verpasst in seinem Leben. Oder wer das zumindest nicht gesehen hat. Weil ich meine, ich will euch jetzt nicht hier vorwerfen, dass ihr es nicht gespielt habt. Und wenn ihr es nur bei mir geschaut habt zum Beispiel. Schauen ist auch okay. Aber das ist unglaublich kreativ. Und muss ich sagen, das Spiel ist ja schon ewig alt, ne? Und so wie ich das gelesen habe, haben die nicht viel verändert am Spiel. Die haben es leichter gemacht. Es war damals noch ein bisschen schwieriger als jetzt. Die haben es wohl deutlich leichter auch nicht gemacht, aber sie haben es halt verpasst, auch einen schweren Modus einzubauen. Das Spiel war auch damals schon leicht. Und sie haben halt, es gab damals keinen Schwierigkeitsgrad, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gab einfach nur den einen Schwierigkeitsgrad. Jetzt gibt es noch einen leichten Schwierigkeitsgrad, der dann halt wirklich Pippi einfach ist. Ich bin ja kein einziges Mal wirklich gestorben, außer bei dieser Extra-Challenge für mit diesem Final Fantasy-Boss oder was auch immer das ist. Meine Unwissenheit, aber irgendwann holen wir auch Final Fantasy 1 bis Dingens, ne, nach. Keine Sorge. Keine Sorge, das kommt alles noch. Ach, schon krass. Und auch verdammt gut gemacht, das Remaster, ne? Das ist verdammt, also Remaster, Remake ist schwierig zu sagen. Remake für mich zählt auch ein bisschen dazu, dass man noch mehr verändert von dem Grundprinzip des Spiels irgendwie. Ach, ist halt schwierig, ne? Ist das ein Remake, ist das ein Remaster? Also sie haben ja wirklich schon sehr viel verändert, aber sie sind natürlich dem Original treu geblieben. Ja. Und ich bin super gespannt auf Paper Mario, ne? Also Mario ist gerade, die wollen, was ich halt bei Nintendo sehe, ich sehe das einerseits positiv, andererseits auch ein bisschen mit Sorge. Mario wird zum Franchise. Also im Sinne von Multimedia-Franchise. Filme, Merchandise gab es eh schon immer und dann Videospiele und dann der Film macht Werbung für das nächste Mario-Spiel, das nächste Mario-Spiel macht Werbung für das nächste Paper Mario, das nächste Paper Mario ist wieder Werbung für den nächsten Film und so weiter. Das wird jetzt halt so eine komplette Franchisierung, das Mario-Franchise. Und deswegen, ich bin gespannt, weil wir kriegen sehr viele Mario-Spiele. Was für mich natürlich auch ein Anlass ist, jetzt alle Mario-Spiele nachzuholen irgendwann, ne? Freut euch schon mal drauf. Auf Super Mario Bros. 1. Oh, jetzt kommt das mit den neuen Credits. Oh, wie süß. Ach, das ist so schön gemacht. Dass man auch nochmal die... Ich glaube, das war wirklich gerade eben die alten Entwickler, ne? Von dem alten Entwickler, Steph. Die sie da gezeigt haben in Credits. Und jetzt kommen die neuen Leute. Das ist schön. Das ist wirklich schön gemacht. Applaus, Applaus. Schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Ne, genau, Super Mario Bros. 1 und die ganzen anderen Teile, bis Mario 64, dann Sunshine, Galaxy 1 und 2. Könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, dass das innerhalb der nächsten Jahre kommt. Immer mal wieder Mario. Und auch die neuen Mario-Spiele. Ich bin auch ein großer Mario-Fan, wer es noch nicht wusste. Ich bin ein großer Zelda-Fan, aber ich bin auch ein großer Mario-Fan. Auch wenn ich nicht besonders gut in Mario-Spielen bin, aber ich habe trotzdem meinen Spaß daran. Ich meine, die Spiele sind nie so schwer. Ich meine, Kaizo Mario ist schwer, aber... Da will ich mich auch gar nicht dran trauen. Aber vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Vielleicht werden wir alle Mario-Teile durchhaben. Vielleicht spielen wir dann mal das originale Kaizo Mario. Mal gucken, wie lange Potato das aushält mit seiner Geduld. Ach, wie schön.
Ja, vielen lieben Dank für die Leute, die hier dann aufhören werden, das Let's Play, weil sie vielleicht sagen, den Bonus-Sachen will ich nicht sehen oder so. Oder vielen lieben Dank für die Leute, die bisher geschaut haben. Und vielen lieben Dank für all die Leute, die bei mir immer zuschauen und fleißig dabei sind. Vielen lieben Dank. Muss ich noch was drücken oder geht das automatisch zu Ende? Dam, dam. Dam, dam, da, dam, 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 da, dam, da, dam, dam, da, da, dam. Bam, bam, badam, badam, bam, badadam. Badadadam, bam, badadam, badadam. Dadadadam, dam, dam, dadam. Bam, bam, badadadam, bam, badadam, badadam. Bam, 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 badam, bam. Bam, badam, badam, badam. Bam 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 bam. Drück mal, ich drück mal auf A. Okay. Abgeschlossenes Spiel speichern. Tolle Extra-Elemente warten auf dich. Spielabschlussdatei. Ja, meine lieben Freunde. Das war's mit Super Mario RPG erstmal für diesen Part. Und im nächsten Part, wie gesagt, ein bisschen extra Zeug. Ich muss mich vorher noch belesen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part oder im nächsten Let's Play oder wo auch immer. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss!